Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge habe ich euch das dritte Leuchtfeuer gezeigt. Und heute wollen wir jetzt mal da weitergehen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar in dem einen Raum da, die Leiter hoch. Schauen, wie es da weitergeht. Würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich muss sagen, Leute, das ist ein riesen Gebiet. Es macht echt Spaß, es zu erkunden. So, dann klettern wir mal hier hoch. So, dann schauen wir mal. Okay, da liegt auf jeden Fall Loot, da ist ein Gegner. Hier sieht man wirklich gar nichts. Okay, hier geht's rein. Ist der jetzt runtergefallen oder ist der jetzt hier bei mir in der Nähe? Können die Leitern hochklettern? Okay, die können Leitern hochklettern, Leute. Oder? Sieht es bloß so aus? Nein, ich glaube, das sieht bloß so aus. Okay, ich würde sagen, wir holen uns mal den Loot jetzt da drüben. Ich würde, glaube ich, die Flamme nehmen hier, weil kein Bock hier runterzufallen. Bleistein. Okay. Ich würde sagen, wir gehen aber zwar trotzdem nochmal hier weiter. Gibt es bestimmt irgendwo. Ah, da ist wieder so ein Gegner. Sehe schon, komm, ich werde irgendwann runterfallen. Schauen wir hier lang. Okay, hier glaube ich ist nix. So, gehen wir hier rüber. Hier ist auch nichts, oder? Aufpassen, dann schlage ich ihn noch runterfalle. So, gehen wir hier lang. Sollen wir, dass dieser blöde Gegner auf mich zukommt hier? Mei, wo hängt denn der da an der Mauer drin oder was? Ich nehme auf jeden Fall einen Estus mal. Oh! So ziemlich knapp, Leute. Ist echt scheiße hier, wenn man hier überhaupt nichts sieht. So, kann man hier rauf? Ja, hier ist sicher. Boah, fast runtergefallen. Okay, wo sind wir denn hier jetzt? Ich kann eigentlich nur wegen dem Bleistein hier hochgekommen sein. Das kann ja nicht sein, oder? Hier muss doch noch was anderes geben. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Von der anderen Seite? Na. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Hä? Hier geht's runter. Das kann ja nicht alles gewesen sein, oder? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Kann ich den ganzen Weg noch mal hinrennen? Ich will auf jeden Fall schauen. Da muss bestimmt noch irgendwo was geben da oben. Ist hier eine Wand oder so? Dann müssen wir nochmal hochschauen, weil ich glaube nicht, dass es umsonst war, dass man da hochgehen kann. Wenn ich irgendwas übersehen habe, was ihr vielleicht gesehen habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. So, hier hat den Gegner noch, der vorher runtergefallen ist. Den schnell killen hier. Bam. Okay, dann gehen wir da nochmal hoch. So, dann schauen wir hier nochmal. Vielleicht irgendeine Wand hier oder sowas.
irgendwas Unsichtbares? Na, hier ist nix. Ich sagen, müssen wir hier fast nochmal rübergehen. Aber warum ist da hinten so ein blöder Mob gewesen? Der war doch nicht umsonst da, oder? Ah, jetzt sehe ich das. Hier unten kann man drauf hüpfen. Okay, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Springen wir mal hier rauf, würde ich sagen. Wow. So. Ist das eine Mimik? Ist es keine? Ich glaube, ich weiß es. Das ist keine Mimik. Und wie ich das erkenne, dass es keine Mimik ist, dann mache ich noch ein Tutorial. Seht ihr dann in den nächsten Tagen. Aber dann erkläre ich euch genau, was eine Mimik ist, was keine ist. Und dann seht ihr das auch. Aber das dürfte keine sein. Genau. Joschka Speer. Okay, schauen wir uns das mal an. Speer, Schlagstoß, beschwichtigen. Skaliert auf jeden Fall mit Geschick. Könnten wir eigentlich schon nehmen. Aber. Genau, aber Speer will ich eigentlich nicht spielen. Was ist denn das für ein Kamerad? Okay, der ist down. Okay, hier geht's nicht weiter. Schauen wir, ob es hier noch irgendwo so ein Geheimding gibt. Na. Sehe ich jetzt gerade nichts hier. Aber sind auch noch lauter Balken. Kann man auch noch irgendwie lang? Kann man da von oben vielleicht runter auf die Balken springen? Sieht so aus, gell? Aber ich glaube, hier oben ist nichts. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal zum dritten Leuchtfeuer. Genau, das ist der erste Weg, wo wir gekommen sind. Genau. So. Genau. Was ich noch sagen wollte, da oben war doch ganz zum Anfang, wo wir das erste Mal dieses Gebiet betreten haben, war doch die eine Bestie da. Und auf dem Boden ist doch auf der Markierung gestanden, zum Passieren wird die Puppe benötigt. Die Puppe bekommt ihr von der Diakone des Abgrunds, von dem Boss. Wenn ihr den besiegt habt, droppt ihr die Puppe. Und hier vorne, an dem, wo die Brücke praktisch aufhört, kann man reingehen. Da ist so ein Energiefeld, so ein unsichtbares, wo man durchschreiten kann. Das kann man aber nur durchschreiten, wenn man die Puppe hat. Also ihr müsst erst die Diakone des Abgrunds besiegen, bevor ihr hier durch könnt. Genau, falls ihr das komische Fieder nicht erledigen wollt, rennt einfach durch. Geht durch das Portal durch und dann seid safe. Also kann euch nichts mehr passieren. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn ihr das Fieder oben nicht besiegt habt, und ihr seid da einfach durchgerannt, dann müsst ihr das dann am spätesten hier unten dann besiegen, in dem Sumpf hier drinne. Das habe ich jetzt schon gemacht. Aber ich will euch nur vorwarnen, weil das kommt dann spätestens, wenn ihr hier den Sumpf betretet, wenn ihr da vorne seid oder so, kommt es dann, glaube ich, von der Brücke runtergesprungen. Und dann müsst ihr das dann da besiegen. So, ich hoffe mal, das kommt jetzt bei mir nicht nochmal, weil ich nämlich weiß, ob der respawnt oder nicht.
Schaut auf jeden Fall nicht so aus. Genau. Hier den Sumpf auch alles gut absuchen. Hier hinten ist zum Beispiel gut Loot. Einfach alles absuchen. Hier liegt überall Zeug rum. So. Genau, und da drin ist der Farmspot, wo ich gesagt habe. Sehen zwar eklig aus, die Viecher, aber sind eigentlich leicht zu killen. Ich kann es euch mal schnell zeigen. Ich mache mal schnell eine Runde. Zeige euch das mal, wie schnell ihr da die Seelen bekommt. So, wenn ihr hier reingeht, werden auf jeden Fall gleich mal zwei gepult. Also hier rein, da geht er wieder ein bisschen zurück. Und lasst die kommen. Ja, einfach mit dem Schild abwehren. Und kaputt hauen. Fertig. So, dann warten wir auf den anderen da. Der müsste jetzt auch gleich kommen. Und schaut auf meine Seelen, Leute. Ich hatte vorher 18.100, wo ich hier rein bin. Dann gehen wir da hin, machen wir den so. Ja, komm. Ruhig. Ruhe im Puff. Der nächste kommt schon, genau. Aber alles kein Problem, Leute. Die sind echt nicht schlimm. So. Oh, den hier. Einfach mal schön Schild oben halten. Die können ja nicht viel. So. Den könnt ihr einfach so angreifen. Der bewegt sich hier nicht. Ja, genau. So. Dann gehen wir hier. Zack, 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 zack. So. Die hier braucht auch keine Angst haben, die bewegen sich gar nicht. Erst wenn er so angreift oder ihr da hinten auf dem blöden Schwanz da drauf tretet. So. Machst du nochmal so. So. So, und schon ist es fertig. Schaut, ich bin mit 18.100 Seelen hier reingegangen. Jetzt habe ich 25.500 Seelen. Das war jetzt nicht mal, das war jetzt vielleicht eine Minute. Oder sagen wir mal grob zwei. Wenn man hier wirklich schnell durchrennt, ich gehe teilweise schnell durch. Hier habe ich auch gefarmt. Sehr viel gefarmt jetzt. Ich habe das teilweise auf eine Minute gemacht oder so. Dann geht er einfach zurück. Geht er hier entlang. Da ist dann auch gleich das Leuchtfeuer, das dritte, wo ich vorher gesagt habe. Genau. So. Zack. Dann rennt er einfach wieder zurück und macht es die ganze Zeit, bis ihr heute ein paar Level machen könnt. Ihr könnt auch, wenn ihr euch das traut, bei den letzten dreien hinten, lasst ihr euch einfach sterben. Und dann werdet ihr ja gleich wieder am Leuchtfeuer gespawnt hier. Dann könnt ihr euch den Weg zurück ersparen. Da braucht ihr nicht die ganze Zeit zurückrennen. Aber ich sage euch gleich, ihr dürft halt nicht nochmal sterben dann. Durch einen blöden Zufall, weil sonst sind nämlich eure Seelen weg. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier runter. Hier muss ich jetzt sagen, ist es jetzt blind. Hier war ich nämlich auch noch nicht. So, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Okay, da sind auf jeden Fall schon mal so eine komischen. Schauen wir jetzt erstmal das Gebiet hier an. Da ist Loot. So, dann hören wir uns mal die. Was machen die denn? Haben die Angst vor mir oder was? Oder holen die Verstärkung? Ich will es gar nicht wissen, Leute. Oh, das war ja wieder mal klar. So ein ekliger wie der hier. Hasst die blöden Gegner da. Eieiei. Ich will eigentlich mit dir hier oben kämpfen, wenn es geht. Weil wenn ich sterbe, dann habe ich hier meine Seelen hier oben.
So, ich weiß aber nicht, ob da drüben was ist. Okay, ich würde sagen Angriff. Ja, das war mir klar. Ah! Was willst denn du jetzt von mir? Boah! Komm, ess das. Boah, Alter. Jetzt halt die Fresse, Mensch. Mein, Mann, 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 Mann. Ah, du musst ja auch noch kommen. Bist du denn jetzt hier? Alter. Jetzt komm her. Komm so, Papa, jetzt. Und jetzt ist aber Ruhe. So, meine Estos nehmen. Jetzt hoffe ich mal, dass der noch wenigstens... Das müssten eigentlich die zwei Idioten jetzt hier gewesen sein. Von vorher, die abgehauen sind. Der wird wahrscheinlich schon resettet sein. Wird noch voll... Ah, da kein volles Leben. Aber ist jetzt hinten noch einer? Ist hier keiner mehr? Nein. Geil, Angriff. Okay, hinten ist jetzt keiner mehr. Wurmpuff. Und ist was gedroppt? Nein. Bäh. So, und schauen wir mal hier. Ist hier vielleicht, warum ist hier ein Gegner drin gestanden? Vielleicht irgendwie eine unsichtbare Wand? Ich sehe jetzt gerade nichts. Okay. Okay. Aber da hinten, glaube ich, ist was. Steht auf jeden Fall wieder so ein komischer Typ da drin. Oh. Große Titanitscherbe. Was gibt's hier noch? Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall Loot übersehen. Und zwar da oben habe ich vorher noch was gesehen. Den werden wir uns auf jeden Fall noch holen. So, gehen wir nochmal da hoch. Weil da nämlich Loot ist. Komme ich da hin? Müsste ich normalerweise hier runterspringen können, oder? Jo. So, rostige Goldmünze. So, dann schauen wir hier nochmal überall nach. So, gehen wir mal hier weiter. Wo bin ich jetzt hier? Ich mag so lange komische... Schaut irgendwie wieder alles komisch aus hier. Wo bin ich denn jetzt? Okay, die Musik ist gerade wirklich krass. Wir werden sterben. So, soll ich jetzt hier reingehen? Gehen wir mal hier weiter runter. Warum geht hier nicht so ein Weg runter, so ein Pfad? Hier ist aber, glaube ich, nichts. So. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wo es in das dunkle Kämmerchen da reingeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja.
dann bis bald, viel Spaß, euer Andi, ciao.